Ich habe mich bemüht, Ihnen eine möglichst dumme Fragestellung an die Tafel zu schreiben. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Also, ich habe eine Gerade und ich habe einen Punkt C und natürlich einen unbekannten Punkt D, den ich bestimmen möchte. Wenn die Gerade die Symmetrieachse bezüglich C und D ist, heißt es natürlich, dass C und D symmetrisch zur geraden G liegen müssen. Das heißt also, ich habe eine normale Spiegelaufgabe. Ich werde also den Punkt C an der geraden G spiegeln und erhalte D. Wie immer mache ich das so, ich gehe in zwei Schritten vor. Im ersten Schritt bestimme ich meinen Lotfußpunkt. L. Und wenn ich den habe, spiegel ich C an diesem Lotfußpunkt und erhalte damit D. Also, der Lotfußpunkt. Völlig egal, welche Methode Sie wählen. Ich habe in den letzten Beispielen immer die Methode über den laufenden Punkt gemacht, mache ich hier auch. Das heißt, ich sage, der Lotfußpunkt hat so wie jeder Punkt auf der Geraden x1-Koordinate 3 minus 4, sollte man auch 4 schreiben können, 4t. x2-Koordinate ist 3 minus 1t und x3-Koordinate minus 2 plus t mal 1. So, der Verbindungsvektor von C zu L steht senkrecht auf der geraden G. Das heißt, der Verbindungsvektor CL mal dem Richtungsvektor von der Geraden muss 0 geben. Dazu brauche ich aber erstmal einen Verbindungsvektor CL. CL berechne ich über L minus C. L hat die Form 3 minus 4t, 3 minus t und minus 2 plus t. Und C hat die Gleichung 0, 6, 7. Vereinfacht erhalte ich also 3 minus 4t. 3 minus 6 ist minus 3 minus t. Und minus 2 minus 7 sind minus 9 plus t. Und jetzt soll dieser Vektor 3 minus 4t minus 3 minus t und minus 9 plus t senkrecht auf der geraden G stehen. Das heißt, das Skalarprodukt von diesem Vektor mit dem Richtungsvektor von G, also mit minus 4 minus 1, 1, soll 0 sein. Skalarprodukt von zwei Vektoren, das heißt, ich rechne erste Zeile mal erste Zeile plus zweite Zeile plus dritte Zeile mal dritte Zeile. Also 3 minus 4t mal minus 4 plus zweite Zeile minus 3 minus t mal minus 1 plus dritte Zeile mal dritte Zeile, also minus 9 plus t mal 1. Das Ganze soll 0 geben. Also multiplizieren wir aus. 3 mal minus 4 sind minus 12. Minus 4t mal minus 4 sind plus 16t. Minus 3 mal minus 1 ist plus 3. Minus t mal minus 1 sind plus t. Minus 9 mal 1 sind minus 9 und t mal 1 gibt t. Zusammengefasst, Zahlen. Minus 12 plus 3 sind minus 9. Minus 9 sind minus 18. Zahlentechnisch. 16t und t und nochmal ein t sind 18t. Gleich 0. Ja, die 18 bringe ich rüber, teile durch 18 und erhalte t gleich 1. Und dieses t gleich 1 setze ich in meinen Lotfußpunkt ein und erhalte 4 mal 1 ist 4, 3 minus 4 ist minus 1. 3 minus 1 ist 2 und minus 2 plus 1 sind minus 1. Schön, das ist ein guter Lotfußpunkt.
Den schreiben wir wieder hier auf, weil das muss ich wegwischen. Also der Lotfußpunkt hat die Koordinaten minus 1, 2 und minus 1. So, was machen wir jetzt? Den Lotfußpunkt haben wir, also können wir jetzt spiegeln. Das heißt, ich spiegel jetzt den Punkt C am Lotfußpunkt L. Das heißt, ich komme auf den Punkt D, indem ich im Punkt C beginne und den Vektor CL zweimal dazuzähle. Also, wenn ich in C beginne und den Vektor CL einmal und noch einmal dazuzähle, lande ich im Punkt D. Schreibweise, immer schön die O's dazusetzen. OC ist der Punkt C in Vektorform umgeschrieben. Zweimal der Vektor CL rechne ich L minus C. Das ist minus 1 minus 0 sind minus 1. Zweite Koordinate, 2 minus 6 sind minus 4. Dritte Koordinate, minus 1 minus 7 sind minus 8. Das gibt vereinfacht 0, 6, 7 plus zweimal der Vektor sind minus 2 minus 8 minus 16. 0 minus 2 sind minus 2, 6 minus 8 sind minus 2, 7 minus 16 sind minus 9. Das heißt, mein Punkt D hat die Koordinaten minus 2, minus 2 und minus 9 und 8. Wie schön, dass alle Koordinaten negativ sind. Herrlicher Spiegelpunkt.